Ich bin die Viktoria Gstüttner, ich komme von Eugendorf und ich bin Lehrling von Schneidermeister Stefan Wimmer. Außerdem nehme ich an der Schneiderakademie teil. Ich will Schneiderin werden, weil ich mir das taugt, dass Leute dann Freude haben an dem, was ich mache. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich so viel in so viele Bereiche was lerne. Und dadurch, dass wir nur die Schneiderakademie dazu haben, lerne ich halt deswegen nur mehr dazu. Ich finde an der Schneiderakademie sehr klasse, dass sie die Schwierigkeitsstufen steigern, also auch bei uns wie im Lehrjahr, im ersten Lehrjahr, dass es dann noch nicht so schwer ist und dann eben etwas steigert und das taugt mir recht. Also der Unterschied zwischen der Lehre und der Schneiderakademie ist halt auch, dass man viel in der Lehre viel Praxisbereich hat, aber auch in der Schneiderakademie hat man einen Haufen Schnitte, die man halt auch zur Verfügung gestellt kriegt. Was ich super finde in der Schneiderakademie ist auch, dass man mehrere Arbeitsvorgänge mehrfach anschauen kann und das ist halt in der Werkstatt auch oft anders ist, dass man öfter fragen muss. Das Besondere an dem Familienbetrieb ist, dass halt alles viel herzlicher ist, man viel zusammenhelfen, auch unter den Mitarbeitern. Ich weiß, dass es fast schon ein Privileg ist, dass man also einen Lehrberuf als Schneiderin findet und alle, die das nicht finden, darf ich ans Herz legen, dass sie sich bei der Schneiderakademie anmelden.